أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليبي كشفست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Was ich euch heute sagen möchte, ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und zwar wir, die Menschen und speziell die Muslime, die den Allah Azza wa Jalla zu ihrem Herrn angenommen haben und den Gesandten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam als ihren Propheten und den Religion Islam akzeptiert haben, müssen bestimmte Sachen lernen und müssen bestimmte Sachen begreifen, damit sie heutige ihre Situation lernen. Wir kennen den Vater der Menschen. Wenn ich euch frage, wie heißt der Vater der Menschen? Wer kennt ihn? Wie heißt er? Adam a.s. ist Abu al-Bashar. Und es gibt auch Vater der Djinn. Wer kennt den Vater von den Djinn? Vater von Iblis. Wer ist Vater von Iblis? Iblis ist nicht der Anfang von Djinn. Wer kennt ihn? Ihr könnt das mal im Google schreiben. Vater von Iblis. Dann wird ihr seinen Namen rausbekommen. Es gibt den ersten Djinn, den Allah Azza wa Jalla erschaffen hat, und von ihm seine Nachkommen, wie er Adam a.s. erschaffen hat und dann durch ihn seine Nachkommen. Und ihr wisst, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, er hat den Himmel und Erde in wie vielen Tagen erschaffen? Sechsten Tag. Und dann den Menschen am sechsten Tag, am Freitag. Aber davor hat er andere Geschöpfe erschaffen und davon die Dämonen, die Djinn. Und der Vater von den Djinn heißt Sumia. Merkt euch das. Wenn ihr geht auf Google und schreibt ihr Sumia, dann werdet ihr das sehen. Und in jedem Tafsirbüchern, sei es bei Ibn Kathir rahimahullah oder in anderen Tafsirbüchern, werdet ihr das finden. Und als Allah Azza wa Jalla Sumia erschaffen hat, hat er ihm gefragt, was verlangst du von mir? Verlange von mir drei Sachen. Und daraufhin hat Sumia von Allah subhanahu wa ta'ala drei Sachen verlangt. Er hat gesagt, gebe uns eine Eigenschaft, dass wir können die Menschen sehen, oder die Geschöpfe, besser gesagt, die Geschöpfe sehen, aber sie sollen uns nicht sehen können. Habt ihr verstanden? Das heißt, wir können die sehen, aber die anderen Geschöpfe sollen uns nicht sehen. Das heißt, unsichtbar bleiben. Zweitens, dass wir können in Gegenstände und in andere Geschöpfe hineindringen. Das heißt, es gibt Geschöpfe, die in diesen Dinge reinkommen. Und das sehen wir klar und deutlich. Zum Beispiel, dass ein Stein plötzlich Tränen bekommt. Man denkt, wie kann eine Sache, was eine Materie ist, keine Seele hat, Tränen haben? Dann sehen wir, dass da drinnen der Djinn eingedrungen ist. Oder der geht in einen Menschen hinein und dann redet der Mensch auf der Zunge von dem Menschen der Dämon. Und genau so haben sie verlangt vom Gott damals. Der Sumia, der Vater des Iblis, hat verlangt, dass sie können in Gestalten eingehen. Deswegen, man, du siehst, dass der Djinn sich in bestimmten Gestalten tun kann. Und diese drei Eigenschaften hat Gott denen gegeben. Und sie sind dann auf der Erde gewesen, aber haben dann auf der Erde eine große Unheil gemacht. Und das steht im Alten Testament, im Neuen Testament steht das und auch in der Koran wird das ein Teil erzählt, bis Allah Azza wa Jalla, der liebe Gott, den Adam erschaffen hat. Er hat zu Jibril a.s. befohlen, dass er soll auf die Erde gehen und von verschiedenen Erden soll er bringen. Und so hat er aus diesem Erde dann zum Schlamm umgewandelt und dem Adam a.s. ins Paradies hineingebracht, ohne ihm noch Leben zu geben. Das heißt, Adam war nur eine Materie ohne Leben. Und die Sumia und seine Gefolgschaft, Sumia und seine Gefolgschaft waren schon auf der Erde. Die Djinn haben auf der Erde gelebt, aber haben eine große Unheil gemacht. Dass Allah Azza wa Jalla befohlen hat, den Engeln, dass sie sollen diese Volk, was dort Unheil macht, soll vernichtet werden. Und daraufhin sagt der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dieser Volk wurde ein Teil von dem Engel getötet, ein Teil wurde vertrieben und ein Teil gefangen genommen. Und unter den Gefangenen war Iblis, was heute als Satan bekannt ist, der Teufel, wurde damals gefangen genommen von den Engeln, der
sehr klein war, wird gesagt, er war noch im Kindesalter, wurde mitgenommen mit den Engeln zum Paradies und hat im Paradies aufgewachsen. Und er hat eine ganz lange Zeit mit den Engeln zusammengelebt. Denn Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, dass ein Tag bei ihm ist bei den Menschen wie 50.000 Jahre. 50.000. Deswegen, wenn wir sagen, Allah hat den Erde und Himmel in 6 Tagen geschaffen, dann meinen wir nicht die 6 Tage, was bei uns den Menschen gezählt wird, sondern die 6 Tage, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, die Zeit anders wird berechnet als in unserer Zeit. Das heißt, ein Tag bei ihm ist bei uns wie 50.000 Jahre. Und dann, wenn man das 50.000 Jahre, diese Zeitspanne sieht, dann kann man auch verstehen, wie die Himmel erschaffen worden sind, die Planeten erschaffen worden sind, die Meerestiere erschaffen worden sind, was unter der Erde ist, in der Atmosphäre ist und so weiter, kann man dann viel einfacher verstehen. Und das ist für uns sehr wichtig, damit wir als Mensch verstehen, wie wir heute hier gekommen sind und was uns erwarten wird, liebe Geschwister, müssen wir begreifen. Was ist passiert? Iblis ist im Paradies aufgewachsen worden, wie in vielen Überlieferungen gesagt wird. In Tafsir wird das viel erzählt. Und viele von diesen Überlieferungen gibt es authentische, Hassan, Sahih, oder auch gibt es Überlieferungen, die daif sind. Aber im Allgemeinen, wenn wir das zusammenbringen, kann man schon das Bild von dieser Sache verstehen. Und Allah Azza wa Jalla wusste schon den Absicht von Iblis und weiß, was er erschaffen wird vorher schon, hat eine Sitzung gemacht mit den Engeln, wo der Iblis nicht teilgenommen hat. Und da steht in Surat al-Baqarah. Das heißt, er hat gesagt zu den Engeln, ich werde einen Menschen erschaffen, der der Statthalter auf der Erde sein wird. Und die Engel, die von Vergangenheit wussten, was Sumir und seine Nachkommen gemacht hat auf der Erde, Unheil, haben die Engel gesagt, und der Iblis war nicht anwesend. Deswegen wusste nicht Iblis, als er gesehen hat, den Stoff Mensch, Adam a.s. im Paradies, warum er vorhanden ist. Er hat sich gefragt, warum, was ist das? Und ist immer an ihm herumgegangen und hat beobachtet, was für ein Geschöpf wird das werden, und wusste nicht die Antwort, weil er nicht teilgenommen hat an der Sitzung bei Allah Azza wa Jalla und die Engel, sondern Allah hatte nur die Engel zu sich gerufen und Iblis ist in dieser Sitzung nicht teilgenommen. Allah hat gesagt zu den Engeln, ich werde Statthalter auf dem Menschen erschaffen, der mein Statthalter wird. Warum? Dass er soll auf der Erde die Gerechtigkeit, die Vernunft verbreiten und soll die Anbetung zu ihm machen. Aber die Engel, die in Vergangenheit wussten, was die Dämonen gemacht haben, die Dschins gemacht haben, haben die gesagt, willst du etwa bringen, wie die Unheil auf der Erde stiften werden und Blut vergießen werden, obwohl wir dich noch immer lobpreisen und dich danken, reicht es dir nicht? Und Allah hat gesagt, ihr wisst nicht das, was ich weiß. Und Elohim, jetzt hört hier zu, hier ist sehr wichtig jetzt, Iblis, als er im Paradies Adam a.s. gesehen hat und der ist noch leblos, hat noch keine Seele, hat 2 Sachen gesagt. Und deswegen dieser Befehl, dass die Engel sollen Adam a.s. zu ihm niederwerfen, war eigentlich nur eine Prüfung für Iblis. Dieser ganze Befehl, dass die Engel sollen dich niederwerfen, ist eigentlich eine Prüfung für wem? Für Iblis gewesen, was er auch vermasselt hat, seine Prüfung. Deswegen, er ist gekommen ins Paradies und hat Adam a.s. gesagt, zu ihm gesagt, 2 Sachen. Und das müssen wir bis heute immer in unserem Kopf merken und verstehen, was er vorhat. Er hat gesagt zu ihm, ich weiß nicht, warum Allah dich erschaffen hat. Aber die Engel wussten, was der ist und was dieser Mensch sein wird auf der Erde. Aber Iblis weiß es nicht. Deswegen hat er gesagt, ich weiß nicht, warum du erschaffen bist. Aber wenn du über mich besser bist, so werde ich ungehorsam zu dir sein. Und wenn Allah mich über dich erschaffen hat, das heißt, ich bin besser als du, dann werde ich dich vernichten. Das heißt, ich werde dich so fertig machen, dass du fertig gemacht wirst, dass du nie wieder leben möchtest. Deswegen hat er diese Sache gesagt und deshalb wurde Allah hat ihn geprüft, indem er den Engel gesagt hat. Und er sagt, dass die Engel sich in einem Ort gesammelt haben. Alle Engel, sei es auf der Erde, sei es im Himmel, sei es die Engel, die Auftrag hatten, hat er befohlen und Iblis ist unter ihnen, sollen sich niederwerfen.
Und alle haben sich sofort niedergeworfen, außer der Iblis, der von kleinem Alter unter den Engeln aufgewachsen ist und schon im Paradies war und unter Allahs Barmherzigkeit gelebt hat. Was ist passiert? Was ist passiert? Allah hat ihm gesagt, ja, Iblis, was hat dich gehindert, was ich erschaffen habe, dass du ihn nicht niedergeworfen hast, nachdem ich das befohlen habe? Es kann nur zwei Gründe sein. Entweder du hattest Hochmut, weil du gesagt hast, wenn du bist besser als ich, werde ich dir niemals gehorchen. Das heißt, du hast Hochmut. Oder du willst dich überstellen, indem du sagst, und wenn ich über dich bin, werde ich dich fertig machen. Und das ist genauso ist auch das passiert. Das heißt, was Satan schon gesagt hat, in sich vorgestellt hat, hat Allah eigentlich ihm nur nochmal erinnert, dass du bist entweder hochmütig oder du wirst zu den Leuten gehören, die anderen sich unterstellen wollen. Daraufhin, was hat Satan verlangt? Der hat gesagt, gib mir Zeit. Bis diese bekannte Zeit, Yawm al-Ma'lum, ja, eine bekannte Zeit sollst du mir geben. Und diese Zeit ist bei Allah bekannt. Und die meisten Gelehrten sagen, ist die Zeit am Tag der Untergang der Erde. Bis dorthin hat er Zeit bekommen. Satan, Iblis, war so schlau, er hat erst von Allah ein Versprechen genommen. Warum? Weil er weiß, Allah widerspricht nicht seine Versprechen. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah, wenn er was verspricht, dann ändert seine Versprechen nicht. Nachdem er von Allah Versprechen genommen hat, hat er dann gesagt sofort, ich werde sie vernichten. Diese Diener, die du erschaffen hast, werde ich von dem geraden Weg rausnehmen. Das heißt, er weiß ganz genau, dass Allah dann nicht mehr sein Wort zurücknehmen wird. Wird nicht sagen, oh, dann nehme ich mein Wort zurück, dann kriegst du keine Frist. Weil Allah sagt, was er spricht, wird niemals rauskommen. Es kann ein Kluger sagen jetzt, wie Allah, wenn er ein Wort sagt, widerspricht er sich nicht, aber warum hat dann der Prophet, als er Miraj gegangen ist, zum Himmel gestiegen ist, was wurde ihm dort befohlen? Gebete. Wie viele Gebete sollte er am Tag beten? 50. Allah hat ihm 50 Gebete befohlen. Aber am Ende ist wie viele Gebete daraus geworden? 5 Gebete. Dann ist doch ein Widerspruch. Dann kommen Orientalisten und Islamhasser und die sagen hier, ihr sagt, Allah ändert seine Gesetze nicht, aber bei Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat sein Wort geändert. Wir sagen dann, du hast diesen Hadith bis Ende nicht gelesen. Der Allah hat zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 50 Gebete Pflicht gemacht. Im Hadith sagt, dann hat er Musa a.s. sich mit dem Gesandten getroffen und hat gesagt, ich habe schon Erfahrung, ich war vor dir Prophet und dein Volk wird das nicht schaffen können. Und daraufhin ist er wieder zu Allah a.s. gegangen und hat Erleichterung verlangt, bis es am Ende 5 Gebete wurde. Jetzt der Hadith geht aber weiter. Daraufhin ist eine Stimme, hat sich erwähnt, hat gesagt, dir ist 5 Gebete Pflicht, aber du kriegst die Belohnung von was? Von 50 Gebeten. Und dann geht Hadith weiter. Sagt Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiter. Und Allah widerspricht dich niemals. Das heißt, er hat wieder sein Wort gehalten. Du kriegst das 50 Belohnungen vom Gebet, was dir vorgeschrieben worden ist. Und so ist der Mensch diesem Krieg angefangen, indem Allah dem Satan vom Paradies herausgeschmissen hat. Er war im Genuss, er war in einem schönen Leben, er war in Barmherzigkeit von Allah. Durch Adam ist was passiert? Durch Adam a.s. ist er vom Paradies rausgeschmissen worden. Deswegen, er will Rache nehmen. Er sagt, dieser Mann, dieser Mensch ist schuld, dass ich jetzt in Elend in dieser Welt leben muss. Daraufhin hat er versucht, den Adam und seine Frau Hawa zu betrügen, ist bekannt. Und es wird gesagt, er hat das mit einem Schlange abgesprochen. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Wie gesagt, einige sind authentisch, einige sind schwach und einige sind hassen. Mit Schlange abgesprochen, weil die Schlange ist immer ins Paradies rein und rausgegangen und die Wächter des Paradieses haben dieser Schlange nichts getan. Und er hat die Fähigkeit, in diesem Tier einzudringen und hat mit der Schlange sich vereinbart, dass sie Adam und Hawa von Paradies rausholen. Und Adam a.s. ist dann, als er ins Paradies drin war, zum Adam gegangen und die Schlange ist zu der Hawa gegangen, weil ein Lügner,
ein Lügner, wenn er was erzählt, wenn ein Lügner was erzählt, dann sucht er immer einen Zeuge. Das heißt, er erzählt etwas und am Ende sagt, wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Ein